So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Film auf Reisemobil TV. Bin hier gerade dabei, mal meine Türversteller zu überprüfen. Zwei davon haben nicht mehr so richtig hingehauen und das ist echt belastend, wenn die Aufbautüren, egal ob hier zum Beispiel die Heckgarage, nicht mehr richtig halten. Dieser funktioniert noch, allerdings auch mehr schlecht als recht. Ja, und wenn es ein bisschen, so ein bisschen zum Wind kommt oder so, dann haut euch die Tür ins Genick oder ins Kreuz oder sie knallt unkontrolliert hin und her. Und wie wir das ganz einfach beheben, das zeige ich jetzt mal. Diese Dinge gelten hier im Prinzip als reines Verschleißteil. Man sieht auch hier schon verwittert, also richtig was Schönes ist nicht mehr dran. Und wir können hier oben auch die erste oberste Plastikschicht schon wegkratzen. Macht natürlich die Sonne. Wie gesagt, sind reine Verschleißteile. Ich habe mir da mal beim Händler meines Vertrauens, also bei Freizeitmobile Erdmann, mal schnell neue gekauft. So eine Ersatzdinger quasi. Ich zeige mal, hier oben habe ich sie schon gewechselt. Ist total einfach, aber ich weiß natürlich, dass einige wegen solcher Lappalien auch gerne mal in die Werkstatt fahren und dann, keine Ahnung, vielleicht 50 Euro oder so bezahlen zum Wechseln dieser Dinger. Das hier sind mal die alten, die ich hier schon gewechselt habe. Da gibt es natürlich auch zwei verschiedene. Das sind einmal diese Drehbahnen, die sind bei mir hier an der Einbautür und an der hinteren großen Heckgaragentür verbaut. So, wie gesagt, da gibt es dann die beweglichen und dann gibt es hier so eine festen. Ich habe die hier von Movera.de. Na gut, das sind die, die er gerade da hatte. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt andere auch noch gibt, aber ich wollte einfach mal zeigen, wie wir die Dinger ganz einfach wechseln. Und dazu dient dieser Film. Doch, alles, was wir dazu brauchen zum Wechsel von den Dingern, ist hier ein Schraubendreher. Ich habe hier einen mit Bit. Sollte natürlich ein passender sein. In meinem Fall ist das hier ein Kreuz PH2. Zum Saubermachen nehme ich ein bisschen Isopropanol. Kommen wir gleich zu. Natürlich die Ersatztürfeststeller. Ja, ein bisschen Krepppapier zum Saubermachen. Das war's. So, als erstes drehen wir mal hier diese Schrauben raus. Hier sehen wir schon an den Schrauben hier so ein bisschen Dichtmasse. Da brauchen wir nichts weiter machen, die kann auch dran bleiben. Ja, wir sehen Edelstahlschrauben, gehört sich auch so am Wohnmobil, finde ich. Wie gesagt, die Dichtmasse lasse ich dran. Die ist auch noch elastisch. Auch die Erfahrung der anderen Schrauben. So, und jetzt wird das Ding im Prinzip ganz einfach abgezogen. So, nun sollten wir uns ein bisschen bemühen, eventuell das alte Zeug hier abzukriegen. Dazu habe ich hier mal so ein bisschen Rest von dem anderen noch. Das nehme ich hier grob erstmal ab. Und dann kann man hier mit so ein bisschen Rest von dem Zeug durch grobes Abtupfen versuchen, das hier ein bisschen abzukriegen. Ist natürlich ein bisschen eine klebrige Angelegenheit, aber es funktioniert. Auf jeden Fall sieht man, dass man das hier im Prinzip auch noch benutzen könnte als Dichtmittel, wenn man gerade nichts anderes zur Verfügung hat. Aber wir sehen, dass wir hier mit ein bisschen Geduld das Ganze wegkriegen. Oh, wenn wir jetzt noch so einen kleinen Rest übrig haben, das säubern wir mit Isopropanol. Dazu hier so ein bisschen auf Krepppapier. Oh. Dann haben wir es auch gleich entfettet. Wenn hier so ein bisschen so ein kleiner Span übersteht, das macht überhaupt nichts. Wen stört, der kann den hier vorsichtig wegmachen, aber aufpassen, hier besteht Gefahr, dass man, wenn man jetzt mit dem Schraubenzieher oder so beigeht, hier Kratzer in Lack macht. Das, denke ich, ist der Sache nicht dienlich. So, dann haben wir es gesäubert.
Als nächstes das Zeug aus der Verpackung schlagen. So, und wir hatten ja den Starren hier abgenommen, also einer, der nicht beweglich ist. Jetzt kommt es da natürlich drauf an. Unsere Schwierigkeiten oder unsere Gefahrenpunkte sind natürlich die Löcher. Die gehen tatsächlich oder die gehen durchs Metall durch und greifen natürlich in die Aluschicht. Das heißt, wenn jetzt hier Wasser reinkommt, dann laufen wir Gefahr, dass ins Innere des Wohnmobils durch diese Löcher Wasser kommt. Und jetzt nimmt man sich hier einfach eine Dichtmasse. Die gibt es zu kaufen. Das bindet nicht ab, so wie Sikaflex. Das ist ganz einfach wie so eine Dichtknetmasse. Die kann man hier so, ja, im Prinzip sich ein Stück abmachen. Und jetzt pressen wir hier einfach was auf die Löcher rauf und verteilen das. Hier kann ruhig ein bisschen was stehen, das ist überhaupt nicht das Problem. Denn wie gesagt, das sind hier unsere Gefahrenpunkte, die die Verbindung zum Inneren bringen. Jetzt nehmen wir ganz einfach unsere Schrauben, drehen die hier so ein bisschen rein. So, dass die Spitze hier so ein bisschen durchguckt. Und jetzt haben wir folgenden Vorteil. In die Gewinde der Schrauben dreht sich jetzt ein bisschen von dieser Dichtmasse. Und damit wird das auch gleichzeitig im Loch ein bisschen so verkittet. Ja, wir drehen das jetzt hier im Prinzip rein, um an den Löchern zu sehen, wo die Bolzen reingesteckt werden. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, so sieht das Ganze dann aus. Hier muss man auch nicht mit geizen. Hier kann man ruhig ein bisschen mehr reingeben. Wie gesagt, das Wichtigste um die Löcher herum. So, jetzt gehen wir vorne hin oder schrauben wir sie an. So, wie gesagt. So, ansetzen. So, den natürlich auch noch umstellen. Und dann wird das im Prinzip ganz einfach nur angeschraubt. Wieder. So, nicht zu doll anziehen, zwar fest, aber nicht mit Gewalt, ansonsten hauen wir hier das Gewinde im Alu kaputt. Und nun sehen wir schon, dass sich hier das Zeug rausdrückt und das ist auch ganz gut so. Das zeigt uns, dass es hier vernünftig dicht ist. Man kann es abmachen, wenn man will, ich würde es tatsächlich dran lassen, denn das ist der Garant, dass es hier also nicht zu ungewolltem Wassereintritt kommt. Kann es hier vielleicht ein bisschen noch so verschönern, aber Herrgott. So, gleiches natürlich auch am Gegenstück. Und wir sehen auch hier, dass die Dinger sich abnutzen mit der Zeit. Deswegen, wie gesagt, müssen die gewechselt werden. Auch hier abdrehen. Hier ab. So. Ups. Und vis-à-vis sauber machen und das Neue ran. So. Wer jetzt ganz auf Nummer sicher gehen will, der kann hier wie so eine Art Brücke bauen. Ja, dann haben wir es hier komplett. Dicht ist aber nicht notwendig. Ja, so habe ich es drüben bei denen gemacht. So, hier wieder. Oh, jetzt kommen hier wieder die Schrauben durch. Dann werden sie angesetzt. Und man sieht auch, hier bildet sich wieder diese Wurst. Die kann man jetzt, wie gesagt, wieder ein bisschen so. Ganz wegmachen würde ich sie nicht, denn es ist auch ein Schutz, wie gesagt. So, das war's. Kein Hexenwerk, ne? Materialeinsatz für 3 Türversteller, so runde 15 Euro. Das Zeug habe ich dazu gekriegt. Gebt dem Händler 3 oder 4 oder 5 Euro in die Kaffeekasse. Dann seid ihr mit 20 Euro dabei. Also wie gesagt, kein Hexenwerk. Und wer mit dem Schraubenzieher umgehen kann,
Der kriegt doch die Dinger gewechselt. Wenn ich gerade die Kamera von links nach rechts machen muss, dann seid ihr hier mit einem Türfeststeller 5 Minuten durch. Gut. Gut, wenn euch dieses Filmchen gefallen hat, gebt mir ganz gerne hier den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, es werden mehr Filme kommen rund ums Wohnmobil, Reisen und ach, was alles dazugehört. Wir sehen uns beim nächsten Film. Ciao, ciao, euer... Ach so, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Wichtig. Danke. Ach so, der Funktionstest fehlt ja noch. Natürlich. So, mal gucken. Also wie gesagt, man braucht hier auch nichts messen. Einfach rausschrauben, wieder reinschrauben. Zack. Und das Ding hält wieder. Das war's.